Der Bitcoin regt so gut wie die meisten von uns mittlerweile eigentlich nur noch auf. Mal geht es ein paar Prozent hoch, mal geht es ein paar Prozent nach unten. Er entscheidet sich einfach nicht für eine vernünftige Richtung und es ist auch kein festes Datum auszumachen, wann es hier genau zu einer Richtungsfindung kommen wird. Im heutigen Video schauen wir uns trotzdem einmal die nächste Woche an, denn hier wird es gefühlt jeden Tag eine wichtige Information geben, die den Kryptomarkt theoretisch maßgeblich beeinflussen kann. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Video. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Video sprechen wir über den Bitcoin. Gerade mit einem Ausblick auf die nächste Woche möchte ich das Video hier beginnen, denn tatsächlich wird es in der nächsten Woche sehr, sehr viele interessante und auch brisante Daten geben, die maßgeblichen Einfluss auf den Kryptomarkt haben könnten. Beginnen werden wir das Video selbstverständlich mit dem Bitcoin aktuell. Wir schauen uns an, wo der Chart aktuell steht, wo der Kurs aktuell steht und in welche Richtung er sich hierbei entwickeln könnte, was momentan die kleinen Herausforderungen sind und vielleicht auch die Risiken. Im Laufe des Videos gehen wir dann eben auf die nächste Woche ein, welche Daten hier interessant und brisant sind und dann habe ich natürlich noch einige Informationen für euch mitgebracht, die ebenfalls extrem interessant und wichtig für den Kryptomarkt sind. Falls euch das Video gefällt, dann lasst super gerne eine Bewertung und einen Kommentar da. Gerne kannst du natürlich auch kommentieren, was für ein Video du in Zukunft sehen möchtest, falls es mal eines außer der Reihe sein sollte. Ich würde auch schon sagen, wir reden gar nicht länger um den heißen Brei, Freunde. Wir springen direkt auf die erste Folie. Ja, hier sieht man, dass der Markt recht langweilig ist. Bitcoin $42.600, Ethereum knapp $3.000 und wir sehen hier Prozentschwankungen um die 1%. Der Markt sich extrem unsicher, genau das, was wir in den letzten Tagen gesehen haben. Werfen wir einmal einen Blick auf unsere Weekly Charts, dann sehen wir hier auch ganz klar, dass der Bitcoin aktuell gerade in den Ichimoku Clouds feststeckt, eben die Clouds, die meiner Meinung nach maßgeblich dafür entscheidend sind, ob der Markt eher bullisch oder bärisch ist. Somit kann sich der Markt offensichtlich noch nicht wirklich entscheiden. Zoomen wir einfach mal weiter ran auf den Daily Chart, so sehen wir hier auch, woran es liegt. Denn aktuell liegen wir halt knapp unter den Ichimoku Clouds auf der Daily Ebene, die wir eben selbstverständlich auch durchbrechen müssen, damit wir auf Weekly-Ebene hier den großen Durchbruch sehen. Was wir momentan als Unterstützung genießen, ist der 50er Moving Average, den wir erst vor wenigen Tagen hier übertrumpft haben. Aktuell ist es noch eine Supportlinie, die wir allerdings momentan möglicherweise verlieren. Denn ihr wisst es natürlich, je öfter wir gegen diese Linie kommen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir sie irgendwann durchbrechen werden. Dann könnte es natürlich nochmal weiter nach unten gehen. So könnten wir beispielsweise auch unseren Downtrend nochmal retesten. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es auf jeden Fall eintreffen muss, aber die Wahrscheinlichkeit besteht definitiv und dann könnte es tatsächlich für den Bitcoin auch nochmal in die Bereiche von 36.000 US-Dollar gehen. Dabei darf man allerdings nicht vergessen, dass wir auf den weltweit größten Börsen genau in diesen Preisbereichen 36.000, 38.000 US-Dollar extrem viele Kauforders haben. Somit sehen wir hier wahrscheinlich eine sehr, sehr schöne Unterstützung. Doch was wird jetzt gerade in der nächsten Woche so besonders und brisant? Ich habe zu Beginn des Videos schon angesprochen, dass wir hier gefühlt jeden Tag eine andere News haben, auf die wir schauen sollten und aufgrund dessen teile ich heute am Sonntagabend eben genau diese Daten mit euch. Heute Abend wird es erstmal interessant bezüglich des Super Bowls, weil hier natürlich die weltweit größten Exchanges sehr, sehr viel Werbung machen werden. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass hier ein oder zwei Meme-Coins noch ein bisschen beworben werden. Stellen natürlich eine Möglichkeit dar, für die Trader hier möglicherweise den ein oder anderen Trade mitzunehmen. Ich denke allerdings, einen riesigen Einfluss wird das Ganze hier nicht haben. Was allerdings schon mehr Einfluss haben könnte, ist die Fed-Sitzung, die am Montag stattfinden würde. Da in der letzten Woche hier bekannt geworden ist, dass die Inflationszahlen höher sind als antizipiert, so hat sich die Fed dann dazu zusammengeschlossen, hier am Montag so eine Krisensitzung zu finden, in der sie dann darüber debattieren werden, wie sie die Zinspolitik gestalten werden. Ich glaube nicht, dass es hier jetzt große Schläge geben wird. Ich glaube nicht, dass sie mit den Zinsen über- oder untertreiben werden. Ich denke, es wird relativ den Erwartungen gerecht. Trotzdem kann das natürlich den Markt maßgeblich beeinflussen. Warum glaube ich, dass sie hier keine großen Entscheidungen treffen werden? Aufgrund dessen, da am Dienstag ein Vormarsch von Russland erwartet wird. So kommt von der US-amerikanischen Seite hier die Aussage, dass sie erwarten, dass die Russen nächste Woche Dienstag hier theoretisch in die Ukraine eintreten können. Dieser Konflikt ist so momentan so, dass die größte Unsicherheit im gesamten Finanzmarkt und die US-Amerikaner gehen halt davon aus, dass es hier am Dienstag tatsächlich dann zum Krieg kommen könnte. Auch in Deutschland kam gestern noch die Warnung, dass doch bitte alle deutschen Bürger hier aus der Ukraine sich zurückziehen sollten, weil es eben hier zu möglichen Komplikationen kommt. Ich möchte jetzt hier auf die Thematik nicht ins kleinste Detail eingehen. Es gibt hier natürlich die verschiedensten Meinungen. So wird beispielsweise gefühlt immer nur die Aussage von Joe Biden hier genommen, aber der Minister der
Ukraine wird irgendwie nie gefragt oder da hört man nie irgendeine Aussage. Somit bleibt es natürlich spannend. Ich finde es auf jeden Fall krass. Ich hoffe natürlich nicht, dass es hier zu einem größeren Konflikt kommt, denn am Ende des Tages sind hier natürlich viele Puppenspieler mit eingebunden und die Leidtragenden sind dann am Ende die Zivilbürger, die dann hier möglicherweise ihr Hab und Gut verlieren. Da möchte ich auch gar nicht weiter drum debattieren, das ist ein riesiges Thema für sich, das würde den Rahmen des Videos sprengen. Auf jeden Fall wird halt von US-amerikanischer Seite erwartet und offensichtlich auch von europäischer Seite, dass es hier am Dienstag theoretisch zum ersten großen Zug kommen könnte. Zwei Tage später, am 17. Februar, kommt es dann hierbei zu einer Veröffentlichung von Dokumenten, höchstwahrscheinlich in Bezug auf Ripple. Denn eine Richterin hatte ja letzte Woche bekannt gegeben bzw. hier genehmigt, dass Ripple Memos veröffentlichen muss, aus denen ganz klar hervorgehen soll, ob es sich bei dem XRP-Token um ein Wertpapier handelt oder nicht, beziehungsweise ob Ripple schon vor dem Verkauf dieser Tokens wusste, dass es höchstwahrscheinlich ein Wertpapier darstellt. Eine genauere Information, genauere Details hatte ich bereits in einem Video vor zwei Tagen hierzu angesprochen. Schaut es euch gerne an, falls ihr euch dafür interessiert. Dieser Fall Ripple vs. SEC wird nun mal eben möglicherweise auch einen maßgeblichen Einfluss auf den gesamten Kryptomarkt haben. Deshalb habe ich das hier einmal mit aufgelistet. Am Freitag wird dann in Russland ein Gesetzesentwurf vorgetragen, eben auch in Bezug auf Kryptoregulierungen. Und hierbei wird es dann höchstwahrscheinlich auch recht schnell zu einer Erklärung desbezüglich kommen. Somit wird die nächste Woche auf jeden Fall brisant. Ich denke, gerade der Dienstag wird hier extrem wichtig und entscheidend. Ich hoffe einfach, dass sich die Situation in der Ukraine recht schnell entschärft und dass es hier keine größeren Komplikationen gibt. Trotzdem ist das natürlich besorgniserregend, was hier schon wieder in der Welt passiert. Und somit kommen wir zu den News und Informationen, die ich im heutigen Video mit euch teilen möchte. Beginnen tun wir mit BlockFi, denn BlockFi muss aufgrund eines Vergleichs mit der SEC 100 Millionen US-Dollar zahlen. Bei BlockFi handelt es sich um einen Krypto-Kreditgeber, bei dem die Anleger ihre Kryptowährung quasi hinterlegen können und dafür quasi Lending Rewards bekommen. Etwas ähnliches wie beispielsweise auch Coinbase hier in den Vereinigten Staaten beantragt hat und keine Genehmigung bekommen hat. BlockFi hat es halt einfach gemacht und aufgrund dessen haben sie hier sehr, sehr viele große Probleme mit den verschiedensten Behörden bekommen. Jetzt haben sie sich halt mit der SEC auf einen Vergleich geeinigt und sie müssen 50 Millionen US-Dollar zahlen und im gleichen Zug die Eröffnung neuer Konten für hochverzinste Kreditprodukte für die meisten Amerikaner einstellen. Somit wird der Service vorübergehend eingestellt, allerdings wird sich das nach eigenen Angaben hierbei nicht auf die bereits bestehenden Konten auswirken. Für die, die sich fragen, 50 Millionen, hast du nicht eben was von 100 gesagt? Ja, genau, weitere 50 Millionen muss das Unternehmen hier an die verschiedensten staatlichen Aufsichtsbehörden zahlen. So gab es ja, wie eben schon gesagt, in den verschiedensten Bundesstaaten hier größere Probleme. So kommt es, dass BlockFi diese 50 Millionen US-Dollar noch an die Staaten Kentucky, Alabama, Vermont, Texas und New Jersey aufteilen muss. Grund dafür ist halt, dass bereits diese Aufsichtsbehörden schon letztes Jahr angefangen haben, hier gegen BlockFi zu ermitteln. Eine Thematik, die wir immer wieder auf diesem Kanal angesprochen haben. An sich macht BlockFi halt nichts groß Kurioses, aber sie haben halt diesen Service hier angeboten, ohne vorher eine Genehmigung einzuholen. Auf Nachfrage bezüglich des Vergleichsberichts sagte hier ein BlockFi-Sprecher: Wir befinden uns in einem produktiven Dialog mit der Aufsichtsbehörde auf Bundes- und Landesebene. Wir kommentieren Marktgerüchte nicht. Wir können bestätigen, dass die Vermögenswerte der Kunden geschützt auf der BlockFi-Plattform und dem BlockFi-Zinskonto werden und Kunden weiterhin Kryptozinsen verdienen werden, so wie sie es immer getan haben. Somit werden die Kunden halt auch weiter hier ihre Zinsen bekommen. Es wird halt nur momentan der Service für neue Kunden eingestellt. Allgemein hat man ja gerade eben in den letzten Monaten gesehen, dass die US-Aufsichtsbehörden hier eben diesen Lending-Programme hinterherlaufen bzw. hier eine große Kritik hegen. Sogar habe ich ja eben schon gesagt, dass Coinbase hier große Probleme bekommen hat. Aufgrund dessen haben sie auch aktuell noch keinen Lending-Service hier angeboten. Übrigens im europäischen Raum gibt es das Ganze schon und hier habe ich bisher auch noch nichts von der BaFin gehört, dass es hier zu irgendwelchen Komplikationen kommt. Jetzt fragen sich einige, ja, aber wen juckt das, dass BlockFi hier 100 Millionen Dollar zahlen muss? Das ist doch nichts so groß Besonderes. Das kann doch mal passieren. Das Unternehmen hat es doch. Das Interessante hat hier Barry Silver geteilt, der Gründer und Leiter der Digital Coin Group. Er sagte nämlich, es wäre naiv zu glauben, dass die SEC und die staatlichen Aufsichtsbehörden BlockFi mit einer Geldstrafe von 100 Millionen US-Dollar belegen, aber nicht auch DeFi-Kreditplattformen verfolgen werden. Das Interessante bzw. das Brisante ist halt eben, dass wir hier höchstwahrscheinlich auch im Krypto-Game viele Unternehmen sehen werden, die von der SEC auseinandergenommen werden. Bei BlockFi ist es vielleicht
vielleicht noch recht simpel. Hierbei handelt es sich um ein Unternehmen, welches in den USA ansässig ist. Somit gibt es hier natürlich einen Ansprechpartner. Bei DeFi-Kreditplattformen ist das schon wieder etwas anderes. Hierbei handelt es sich teilweise um Krypto-Kreditplattformen, die halt eben teilweise dezentral und auf der gesamten Welt verteilt agieren. Es bleibt spannend und interessant, wie die SEC hier mit diesem Fall umgehen wird. Aber wie Barry Silber schon sagt, es ist naiv zu glauben, dass die SEC hier BlockFi eine so große Strafe aufbrummt und alle anderen in Frieden lässt. Das könnte sich tatsächlich extrem negativ auf den DeFi-Space auswirken. Ich werde euch selbstverständlich darüber auf dem Laufenden halten. Wo wir gerade beim Thema Regulierungen sind, beziehungsweise mögliche Verbote, so kommen doch aus dem deutschsprachigen Raum hier einiges ans Tageslicht. Die BaFin ist momentan natürlich in Gesprächen mit den verschiedensten Plattformen, so wie beispielsweise Crypto.com oder auch Binance. Von Binance hört man tatsächlich etwas recht Positives. So könnte es sein, dass Binance in den kommenden Wochen und Monaten hier eine offizielle BaFin-Lizenz bekommen wird. Anfang der Woche konnte man nämlich im Finance Forward Magazin lesen, dass Binance hier möglicherweise aktuell eine deutsche BaFin-Krypto-Lizenz anvisiere. Das wäre natürlich etwas sehr Positives, gerade weil Binance momentan überall sehr viel Kritik von den verschiedensten Regulierungsbehörden bekommt. Wer auch große Kritik bekommt, ist beispielsweise Crypto.com, denn die Plattform hat möglicherweise im Verlaufe des letzten Jahres hier unrechtmäßige Werbung in Bezug auf ihre eigene Plattform ausgestrahlt. Zumindest gibt es halt aktuell Gerüchte, dass Crypto.com einige Probleme mit der BaFin bekommt, weil sie eben Werbung in Deutschland gemacht haben, ohne das vorher mit der BaFin abzusprechen. Das Thema Regulierung ist und bleibt einfach extrem groß. Ich werde euch natürlich im Allgemeinen auf dem Laufenden halten. Doch kommen wir jetzt von Regulation zu Innovation, nämlich zum Thema Intel. Intel hatte ja bereits vor einigen Wochen bekannt gegeben, hier einen eigenen Chip zu erstellen bzw. zu entwickeln, der eben genau für das Crypto-Mining spezialisiert ist. Der Plan des sogenannten Blockchain-Beschleunigers soll bereits im aktuellen Jahr umgesetzt werden und auch marktfähig gemacht werden. Natürlich gibt es auch einige Unternehmen, die hier Intel unterstützen und halt eben bereits die ersten Kunden darstellen. Dazu gehört beispielsweise Block, das Unternehmen, welches vor Square genannt wird. Des Weiteren haben wir noch die Argo Blockchain und das Crypto-Mining-Startup Grid Infrastructure. Mit dem neuen Blockchain-Chip, der aktuell entwickelt wird, möchte das 200 Milliarden schwere Unternehmen hierbei die Blockchain-Aufgaben beschleunigen. So soll der Chip nicht nur deutlich effizienter, sondern auch deutlich schneller sein. Zum aktuellen Zeitpunkt sehen wir, dass gerade viele Grafikkarten hier quasi missbraucht werden, beziehungsweise hier die Rechenleistung missbraucht wird, um Mining-Rigs zu erstellen. Und das hat natürlich auch auf dem gesamten Markt einen großen Einfluss. So ist es momentan kaum noch möglich, vernünftige Grafikkarten zu einem vernünftigen Preis zu kaufen. Die meisten sind absolut überteuert, weil sie halt oftmals vom Markt gefischt werden, um hiermit in die Mining-Rigs einzubauen. Auch die großen Kritikpunkte, die immer wieder am Bitcoin-Netzwerk genannt werden, wie der hohe Stromverbrauch, sollen natürlich mit dem aktuell entwickelten Chip dann endlich zur Nichte gemacht werden. Und hieran sieht man ganz schön, dass sich natürlich auch die Technik weiterentwickelt. Ich werde immer wieder gefragt, Robin, was ist denn, wenn wir im Jahre 2140 alle Bitcoins geschürft haben, dann macht doch keiner mehr das Bitcoin-Mining. Und das ist halt eben so ein Punkt, Freunde, das sind noch über 100 Jahre der Technologieentwicklung entfernt, bis wir irgendwann an diesen Punkt kommen werden. Und bis dahin wird sich die Technik so viel weiterentwickeln, wenn wir bis dahin sowieso nicht das aktuelle Energieproblem gelöst haben, dann haben wir sowieso ganz andere Probleme. Und auch die Entwicklung der Chips und der Technologie wird gerade in den nächsten 10, 20 Jahren so extrem schnell vonstatten gehen, dass man mit der heutigen Technologie gar nicht mehr in die Zukunft schauen braucht, denn es wird sich sowieso so schnell entwickeln. Zum aktuellen Zeitpunkt bleibt nicht mal abzuschätzen, wie weit die Technologie in 100 oder 120 Jahren sein wird. Wo wir übrigens gerade beim Thema Energie, vor allem aber auch dem Bitcoin-Mining sind, so kommen wir jetzt zu einem Punkt, der mich tatsächlich so ein bisschen vom Hocker gehauen hat. Wir kommen nämlich auf die Bitcoin-Hashrate zu sprechen. Die Hashrate indiziert, wie viel Leistung in das Bitcoin-Netzwerk gegeben wird. Je größer die Netzwerkleistung ist, desto dezentraler und stabiler ist der Bitcoin und desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit hier für einen Hack. Am 12. Februar, also bereits gestern, erreichte dann die Hashrate ein neues All-Time-High und es war nicht so, dass wir hier 1-2% über das letzte All-Time-High gestiegen sind. Nein, es gab einen richtigen Ausbruch nach oben. Wie man anhand der Screenshots sehen kann, erreichte die Bitcoin-Hashrate an einem einzigen Tag alleine einen Pump um knapp 32%. Das ist extrem krass, das ist extrem viel, gerade weil wir aktuell sowieso schon so viel Rechenleistung hier im Bitcoin-Mining-Netzwerk sehen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass wir im vergangenen Jahr gerade mal in Anführungsstrichen einen Anstieg von knapp 54% gesehen haben. Wenn man das dann damit vergleicht, dass wir an einem einzigen Tag knapp 32% gesehen haben, dann macht es einfach nochmal
aber ganz klar deutlich, wie heftig dieser Anstieg wirklich ist. Wir haben letztes Jahr darüber gesprochen, als das Bitcoin Mining hier in China verboten wurde, dass die Hashrate crash ist. Hierbei ging es um einen Rückgang von knapp 34%. Und jetzt haben wir halt an einem nur einzigen Tag gesehen, dass die Hashrate um 32% nach oben geschossen ist. Das zeigt einfach nochmal, wie signifikant und wie krass dieser Anstieg hier wirklich ist. Übrigens, diese Diskrepanz des letzten Jahres nach dem China-Bitcoin-Verbot haben wir natürlich sowieso recht schnell ausgeglichen und waren schon wenige Monate später wieder auf neuen All-Time-High-Ständen. Dafür hat sich das Bitcoin-Mining-Netzwerk dadurch natürlich deutlich besser verteilt, wie man an dieser Grafik hier im Hintergrund sehen kann. Der größte Teil des Bitcoin-Minings kommt hierbei aktuell aus den Vereinigten Staaten mit knapp 35,4%. Auch Russland erarbeitet sich einen immer größeren Anteil des Bitcoin-Mining-Netzwerks und ich denke, das ist eine Tendenz, die gerade in den nächsten Monaten eher noch steigen wird. Das geht übrigens mit einer Grafik einher, die ich vor 2 Tagen gesehen habe. Hierbei konnte man nämlich entnehmen, dass einige Bitcoin-Miner Bitcoins abgestoßen bzw. verkauft haben. Ich denke mal, das ist der Grund. Das war wahrscheinlich hier der Deal, der stattgefunden hat. Beim Verkauf der Bitcoins wurde halt eben in Fiat-Geld getauscht, womit dann die Miner bezahlt wurden, die jetzt das Netzwerk weiter angestrebt haben. Was dabei besonders krass, besonders interessant ist, dass das Netzwerk halt weiterhin steigt, obwohl der Kurs schon seit mehreren Monaten rückläufig ist. Das ist eine Tendenz, die besonders interessant ist, weil halt eben normalerweise während eines Bärenmarktes die Hashpower auch etwas zusammenbricht, weil das Mining halt eben einfach nicht mehr so lukrativ ist. Die Miner gehen also offensichtlich davon aus, dass der Bitcoin in wenigen Monaten wieder richtig rentabel ist und unter anderem könnten die Bitcoin-Zuwächse halt durch Regulierungen weiter gefördert werden. Wer dabei zu einem richtigen Krypto-Powerhouse werden möchte, ist beispielsweise Kanada. So hat ein kanadischer Abgeordneter einen Gesetzesentwurf vorgeschlagen, der das Wachstum der Kryptoindustrie fördern soll. Hierbei geht es um einen Gesetzesentwurf, der bereits nächste Woche in einer Lesung vorgelesen wird und zum aktuellen Zeitpunkt ist es so, dass mehrere Marktteilnehmer sehr positiv über diese Thematik sprechen und davon ausgehen, dass Kanada tatsächlich zu einem richtigen Branchenführer werden kann. Der Gesetzesentwurf, der hier vorgelegt wird, würde dann übrigens Abgeordnete dazu verpflichten, mit Branchenführern zusammenzuarbeiten, um geeignete Vorschriften im Bereich des Kryptoraums auszuarbeiten. Hierzu heißt es, dieser Erlass verlangt vom Finanzminister, einen nationalen Rahmen zu entwickeln, um das Wachstum des Kryptosektors zu fördern und sich bei der Entwicklung des Rahmens mit Personen zu beraten, die in dem Sektor arbeiten und von denen Provinzen und Territorien benannt werden. Der Erlass sieht auch Berichtspflichten in Bezug auf das Rahmenwerk vor. Somit soll halt hierbei eine Grundstruktur gefasst werden, genau das, was wir gerade beispielsweise aus dem russischen und auch aus dem US-amerikanischen Raum sehen. Es geht hierbei um Regulierungen und damit, dass die Behörden hier offensichtlich dazu gedrängt werden sollen, diese Regulierungen recht schnell durchzusetzen. Miss Ghana ist beispielsweise seit über einem Jahrzehnt hier Mitglied im Repräsentantenhaus. Sie ist der Meinung, dass es besonders wichtig ist, sich mit Branchenführern auseinanderzusetzen und eben ihre Meinungen zu berücksichtigen, um sich gut im Kryptoraum zu positionieren. Auch aus dem englischen Raum hört man beispielsweise immer mehr, wie wichtig hier die Kryptoregulierungen werden, natürlich auch im besonderen Bezug auf den Bitcoin-Markt. Dieser wächst nämlich eben so stark, dass die Regulierungsbehörden und auch die Finanzämter, genauso wie natürlich auch auf Regierungsebene, hierbei die Berater und Beraterinnen nicht mehr wegschauen müssen, sondern sich halt eben um eine Regulierung kümmern müssen. In den Vereinigten Staaten haben wir das ja beispielsweise schon vor 2-3 Wochen gesehen, wo Joe Biden hier dazu aufgerufen hat, jetzt schnell Kryptoregulierungen zu finden und wie ich zu Beginn des Videos gesagt hatte, wird man halt auch in wenigen Tagen hier in Russland einen Gesetzesentwurf vorlegen. Diese Regulierungen werden mit Sicherheit nochmal für eine richtige Holperfahrt im Kryptomarkt sorgen, so wird es wahrscheinlich recht stark nach oben und recht stark nach unten gehen. Darauf sollte man sich definitiv einstellen, das ist aktuell wahrscheinlich die brisanteste und die riskanteste Zeit für den Kryptomarkt. Nicht unbedingt, dass der Kryptomarkt jetzt hier komplett wegbricht, aber man muss ganz klar sagen, wenn die Regulierungen hier extrem hart ausfallen, dann kann es natürlich nochmal zu richtigen Rücksetzern im Kryptomarkt führen, weil sowas gab es halt in der Vergangenheit noch nicht. Haben wir allerdings dann diese Holperfahrt irgendwann überstanden, voraussichtlich spätestens in 1 bis 2 Jahren, ja dann kann der Kryptomarkt eben nachhaltig wachsen, weil dann klar ist, wie eben die Rahmenbedingungen hier feststehen. Und somit kommen wir auch schon zum Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vor allem weitergeholfen. Das heutige Video kommt hoffentlich auch mal etwas früher. Ich habe momentan Nachtschicht, deswegen kam auch das gestrige Video so spät, weil ich es einfach nicht geschafft habe, es so schnell zu veröffentlichen. Falls ihr das Q&A von gestern noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch gerne nochmal an. Und ansonsten beende ich erstmal das Video von heute. Würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und lasst den Sonntagabend entspannt ausklingen. Wünsche euch dann selbstverständlich morgen einen wunderschönen Start in die neue Woche und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, Freunde.